Hey Leute, es ist Mittwoch und das heißt natürlich, dass es einen neuen Brawl der Woche gibt. Nachdem wir die letzte Woche ja gut Auswahl hatten und quasi jeden Helden spielen durften, man konnte ihn sich nur nicht aussuchen, gibt es diese Woche genau das Gegenteil. Denn wir sind alle Soldaten einer Ein-Mann-Armee, so wird es beschrieben, der Brawl der Woche. Und ich glaube, ihr könnt euch schon denken, was es ist. Nämlich, wir müssen alle Soldier 76 spielen mit nur 50% Trefferpunkten. Das heißt, seine Trefferpunkte wurden von 200 auf 100 gesetzt. Die Abklingzeit von Fähigkeiten wurde auf 50% gesetzt, die ultimative Aufladungsrate auf 50% und auf den Karten Ilios, Li Jiang Tao und Nepal darf man das Ganze spielen. Ja, was soll man dazu sagen? Das ist wohl der Call of Duty Modus in Overwatch, den sie jetzt diese Woche im Brawl der Woche zeigen. Und ja, es ist viel Geballer, es ist viel Helix-Rakete benutzen und sich gegenseitig runterziehen. Aber wofür ist das Ganze gut? Ich würde sagen, wenn ihr das Aiming üben wollt, dann ist das natürlich perfekt. Ihr habt nur Leute als Gegner, die ebenfalls aimen müssen, könnt dadurch versuchen, besser zu werden. Und wenn ihr als Team agiert mit Soldier und auch mal flankiert, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Und ich muss sagen, mir hat der Runden sogar ein bisschen Spaß gemacht. Also ich habe zwar mit Randoms gespielt, aber letztendlich ist es wirklich ganz gut, um ein bisschen Aim zu üben. Die reduzierten Trefferpunkte sorgen auch dafür, dass man vielleicht dann doch mal einen killt. Mit der Helix-Rakete, die ist natürlich immer dann tödlich. Logischerweise. Außerdem wird es zum Aimbot in einem normalen Spiel normalerweise nicht kommen. Also ich habe jetzt mehrere gespielt und im Normalfall wurde der Aimbot bisher nicht einmal rausgeholt. Es sei denn, man hat einen mega krassen Gegner, der alles wegholt. Dann kann es natürlich immer noch passieren. Ob die Karten jetzt so interessant sind, natürlich forst man dadurch die Soldier 76 Spieler in die Mitte der Karte und so müssen sie sich da treffen, um eben den Punkt einzunehmen oder zu verteidigen oder anzugreifen, je nachdem. Und dementsprechend weiß man immer ungefähr, wo mindestens ein Gegner sein wird, beziehungsweise auf welchem Weg dahin. Und dementsprechend kann man da auch gut flankieren, klappt gut. Aus irgendeinem Grund waren meine Gegner immer nicht so clever, was die Flankierrouten anging und haben es nicht so gecheckt, dass man halt auch andere Sachen gehen kann, außer die Hauptgänge. Aber naja, das passiert halt. Mich würde interessieren, wie findet ihr den neuen Brawl der Woche? Seid ihr sonst der Soldier 76 Spieler und haut da jetzt alle weg? Oder nehmt ihr das Ganze auch, um etwas Aiming zu üben und einfach mal ein bisschen mehr in den Shooter-Charakter reinzukommen? Denn das Coole ist natürlich auch, man kann laufen, man kann springen das macht das Ganze natürlich noch ein bisschen anders, da man ja keine Special-Fähigkeiten hat in dem Sinne, sondern es wirklich sich auf diesen Shooter-Charakter reduziert. Also ich muss sagen, wie gesagt, ich finde es ganz gut, aber meine Meinung zählt nicht, sondern eure. Schreibt sie wie immer gerne in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen nach oben. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Brawl der Woche natürlich wieder oder zum nächsten Overwatch-Video, was die Woche so kommt. Und dann freue ich mich, wenn ihr dann auch wieder reinschaut. Haut rein, Leute. Ciao.